Ein frühgeborenes Baby ist im Spital wenige Tage nach der Geburt an verunreinigter Milchpulvernahrung gestorben. Ein weiteres Frühchen ist deshalb schwer erkrankt, wie eine Sprecherin des Spitals am Dienstag sagte. Den Angaben zufolge starb das Baby, das in der 33. Schwangerschaftswoche zu früh auf die Welt gekommen war, auf der Intensivstation. Untersuchungen ergaben, dass die Nahrung, die das Frühchen einen Tag nach seiner Geburt bekam, mit einem Keim belastet war. Der Zustand des schwer Babys hat sich inzwischen stabilisiert. Der Sprecherin zufolge es ist es noch nicht absehbar, ob Folgeschäden bleiben.